Willkommen zum 12. Podcast für Vertrieb und Marketing im Autohaus. Mein Name ist Beat Jenny und ich bin dein Trainer für Verkauf und Kommunikation im Autohandel. Ja, in der 12. Folge geht es mir um ein wichtiges Thema, das Thema Fotos und Online-Plattformen. Ich war die letzten 2-3 Wochen wieder häufiger unterwegs auf diesen Online-Plattformen, haben mir mal die Angebote angeschaut, geschaut, wie sind diese aufgebaut und so weiter. Und da sind mir verschiedene Punkte aufgefallen, die ich hier gerne in dem Podcast mal besprechen möchte. Das erste ist, das Ganze mal aus Kundenbrille, durch die Kundenbrille zu betrachten. Das scheint mir mal extrem wichtig, weil ihr da draußen vielleicht, wenn ihr direkt im Autohandel seid, die Autos oder eure Angebote halt vielfältig sind. Ihr habt vielleicht nicht nur 3 oder 10 oder 20 Autos, sondern vielleicht 50 oder 100 Autos, die ihr inseriert. Und darum ist es auch extrem wichtig, mal das aus Kundensicht anzuschauen. Und wenn ein Kunde sich ein Auto sucht, auf diesen Plattformen unterwegs ist, dann schaut doch mal genauer hin und zum Beispiel auch das Thema Beschreibung. Also dort fängt es bei mir schon mal ganz an im Detail. Also eine gute Beschreibung, eine gute Headline, eine gute Differenzierung und gerade Fahrzeuge, die irgendwo einen Unterschied haben, wie irgendwie Sportledersitze oder er hat ein DAB Plus Radio oder die Fahrzeuge haben eine Distronic Plus, ich weiß, da ganz viel verschiedene Sachen. Also diese Details, die sollten unbedingt in der Beschreibung hinzugefügt werden. Weiter fehlt mir auch häufig den Ansatz, ist es ein Nichtraucherauto, ist das aus erster Hand, wie wurde das Fahrzeug eingesetzt, was sind die Vorteile dieses Fahrzeuges, welche Servicekosten sind vielleicht in der nächsten Zeit zu tätigen. Also ergänzende Punkte, die dem Kunden schlussendlich helfen, dass er eine Entscheidung treffen kann und auch, dass ich mich irgendwo differenzieren kann von der ganzen Geschichte. Also schaut euch diese Beschreibung an, wie macht ihr das? Also oben mal die Headline, was kommt dort rein? Dort kommen die Key Points, also die Points rein, die wirklich wichtig sind. Und schreibt da rein, warum euer Angebot sich differenziert gegenüber vielleicht anderen oder ihr ein bisschen teurer seid als andere. Und dann unten ergänzt die Details, so ich das vorhin gesagt habe, ist ein Nichtraucherauto, das Auto ist aus erster Hand, waren vor allem Autobahnkilometer gefahren und so weiter. Da braucht es einfach mehr Details. Ein weiter extrem wichtiger Punkt sind die Fotos. Und die Fotos, das ist das, was die Leute eigentlich als erstes sehen. Und wenn wir so ein Inserat anschauen, nimmt das Foto eigentlich auf so einer Plattform auch den größten Platz ein. Und da frage ich mich halt immer, hey, wie viel Zeit investiert ihr oder du in ein gutes Foto? Und ich weiß, bei einem Angebot um die 100 Neuwagen oder Occasion auf Platz ist das nicht ganz so einfach. Das ist mir absolut klar. Aber wenn ihr mal einfach überlegt, in der letzten Zeit, in den letzten 5 bis 10 Jahren, hat der Showroom-Traffic, also die Kundenbesuche im Showroom, massiv abgenommen. Die meisten Kunden informieren sich zuerst im Internet. Sie gehen auf Plattformen, schauen sich die Angebote an und da entscheide ich ja schon, ob ich dahin gehen möchte oder nicht. Also ich mache dir ein Beispiel. Ich habe mir ein Auto angeschaut, das steht etwa 2 Stunden von hier. Und ich habe mir da gefunden, das ist extrem spannend, das ist etwa das, was ich suche und so weiter. Das Auto hatte, also das Inserat hatte 4 Fotos hinterlegt. 4. Und da unten war noch ein anderes Auto, das war ein bisschen teurer, hatte aber 12 Fotos hinterlegt und ist in der Nähe, kostet aber ca. 800 Schweizer Franken mehr. Jetzt ist irgendwo eine Entscheidung, soll ich in die Nähe gehen oder soll ich weitergehen? Und für mich ist schon mal dieser Auftritt ein ganz wichtiger Punkt, sich zu differenzieren oder auch eine Qualität zu setzen. Denn meist sagen die Bilder mehr als 1000 Worte. Und wenn wir das Bild anschauen, dann können wir gleich einschätzen, wie etwa das Autohaus ist. Und da gibt es total unterschiedliche Autohäuser, die machen das teilweise super professionell, also mit einem abgedunkelten Hintergrund oder lassen die Bilder auch professionell bearbeiten, weil sie wissen, wie wichtig dass diese Bilder sind. Und macht euch mal Gedanken, wo könnt ihr die besten Fotos machen? Und hier eine Empfehlung.
sucht euch einen Fotografen. Geht hin mit dem, ihr habt bestimmt in eurer Kundschaft irgendeinen Fotograf, aktiviert diese Person, sagt dem, er soll vorbeikommen, schaut euch zusammen den Fotoplatz an, schaut mal, wie ihr das perfekt ausleuchten könnt, also ein gutes Licht, mit welcher Kamera ihr das fotografiert und wie ihr den Hintergrund eigentlich perfekt einrichtet, so dass die Bilder, die ihr habt, dann auch einzigartig sind. Also sucht euch einen Fotografen, schaut zusammen, wie ihr das am besten machen könnt, lasst euch beraten, weil, hey, ganz ehrlich, alle da draußen, die irgendwo im Verkauf sind, im Automobilverkauf, ihr seid keine Fotografen. Die meisten von euch sind keine Fotografen. Die haben das nie wirklich erlernt. Und an alle die, die Fotografie erlernt haben, zum Glück seid ihr im Autoverkauf, weil ihr könnt da eine Riesendifferenz machen. Und für die, die das nicht erlernt haben und heute fotografieren müssen, für euch würde ich raten, euch mit dem Thema Fotografie zu beschäftigen. Oder dann mindestens jemand, der das macht in eurem Betrieb. Ich war letzte Woche in einem Betrieb, da haben wir auch über das Thema Fotografie gesprochen und da hat mir dann der Geschäftsleiter gesagt, ja, bei uns läuft das so, weil das Auto wird aufbereitet, oder? Und das ist dann am besten, wenn der Aufbereiter dann auch gleich die Fotos macht. Der Aufbereiter. Also der, der das Fahrzeug endreinigt, der macht die Fotos. Und dann habe ich gefragt, ja, hat er eine Ausbildung oder hat er mal einen Kurs besucht, wie er fotografiert? Nee, wir haben dann am Boden so Markierungen gemacht und so weiter und das macht er dann mit seinem Handy. Und ja, so sahen die Fotos dann auch aus. Lenkrad schräg, der Karton am Boden war noch drin, es hatte Fingerabdrücke auf dem Display und so weiter. Also, da würde ich mal schauen, wie ihr das professionalisieren könnt. Ein weiterer Punkt ist 4 Fotos oder 12 oder sogar 16 Fotos. Also, wenn wir das mal betriebswirtschaftlich anschauen, bezahlt ihr meistens die Plattformen und in diese Bezahlung drin ist das Maximale an Fotos. Bei uns hier zum Beispiel sind das 16 Fotos. Und wenn ich dann meine Teilnehmer frage in den Verkaufstrainings, hey, wie viele Fotos macht ihr? Dann ist häufig die Antwort zwischen 6 und 8. Und dann frage ich, ja, warum macht ihr dann nicht 16? Weil ihr bezahlt ja 16 Fotos. Ja, was sollen wir dann auch noch fotografieren? Und schau, genau hier ist die Betriebsblindheit aktiv. Weil für dich ist das Auto völlig normal. Aber für einen Kunde, der vor 8 oder 6 Jahren zuletzt ein Auto gekauft hat und sich jetzt ein neues anschaut, der ist vielleicht nicht up to date. Das heißt, der kennt nicht alle Details. Der weiß nicht, dass das Auto automatisch eine automatische Klimaanlage hat oder so. Er zeigt die Details. Ihr habt so viele Details am Fahrzeug, zeigt die auch. Und unbedingt so viele Fotos wie nur möglich. Weil wenn ein Kunde 2 Stunden Anfahrtsweg hat, dann will er sicher sein, dass das Produkt, was er sich anschauen kommt, das Richtige ist. Also macht das, zeigt Details. Ja, weil Fotos können extrem schnell Vertrauen erwecken. Und wie gesagt, wenn ich Vertrauen habe, bin ich vielleicht auch bereit, an einem Samstag oder unter der Woche mal 2 Stunden zu fahren, um mein Traumauto auch zu finden. Ein weiterer Punkt ist Videos. Und das ist etwas, was ich eher sehr selten sehe. Und ich habe das selber letztens gemacht. Ich habe mein Auto verkauft, habe kurz ein Video darüber gemacht, habe das Auto erklärt, habe ein sehr langes Video gemacht von 5 Minuten, aber in diesen 5 Minuten war alles drin. Habe das Video auf YouTube hochgeladen und habe danach den Link auf die Online-Plattformen gelegt. Heißt, ich habe keine Fotos benutzt, sondern nur Video. Und extrem spannend war, es kamen da verschiedene Besucher, wollten das Fahrzeug anschauen. Ich habe die dann in Empfang genommen, begrüßt und wir haben gesprochen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ja, ich zeige Ihnen kurz das Auto. Und die Antwort war eigentlich immer die gleiche. Nee, wir haben das Video gesehen, Sie haben ja das schon alles erklärt. Wow. Die haben das Video angeschaut, haben eigentlich diese 5 Minuten durchgesehen, sind vorbeigekommen und eigentlich hatte ich keinen Aufwand mehr. Also ich habe dann nur eigentlich kurz eine Testfahrt mit denen zusammen gemacht von einer halben Stunde und das Ganze war gegessen. Also wunderbar schnell. Also wenn ihr Videos
machen könnt, dann macht diese doch bitte. Also, Empfehlung, schaut mal eure Online-Verkaufsplattformen an, denn ihr wisst ja, dort wird häufig der erste Kontakt gemacht. Die Leute schauen eure Inserate an. Das ist eure Online-Präsenz. Das ist euer Online-Showroom und pflegt diesen Online-Showroom so, wie ihr auch den Offline-Showroom bei euch pflegt. Da kommt ja auch eine Putzmannschaft vorbei und die räumen auf und der Arbeitstisch sollte sauber sein und so weiter. Und genau das Gleiche gilt auch online auf diesen Plattformen. Schaut, dass ihr gute Fotos machen könnt. Details haben wir gesagt, Fotos, vielleicht Videos, nehmt euch einen Fotografen und so weiter und schafft an diese Präsenz. Vielleicht geht ihr auch so weit und sagt mal, hey, wie viele Leads bekommen wir eigentlich über diese Online-Plattform? Also wie viele Anfragen? Und wenn wir jetzt was ändern, was passiert? Kriegen wir mehr Leads? Kriegen wir weniger Leads? Also all das gehört irgendwo in das ganze Thema rein, Online-Plattformen und Fotos. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Thema. Greift es auf, Online-Plattformen, bessere Fotos und so weiter, wie gesagt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diese teilt mit euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter. Und weitere Informationen natürlich auch unter beatjeni.ch. Und für all diejenigen, die sich mit dem Thema Video beschäftigen möchten, bieten wir einen Kurs an, der heißt www.video-basics.ch. Da könnt ihr erlernen, wie das Ganze geht, um ein Video zu machen, das Fahrzeug in perfekter Position zu präsentieren, um so auch effektiv verkaufen zu können. Ich wünsche euch was, viel Erfolg und bis dahin. Tschüss.